Herzlich willkommen bei Pro und Contra. Südtirol ist mehrsprachig. Das ist aber oft nur mal ein frommer Wunsch. Die Realität sieht anders aus, sagen jedenfalls die Unternehmer. Sie klagen über zu schlechte Zweitsprachenkenntnisse unserer Jugend. Das ist unser Thema heute. Mehr jetzt von Johanna Gasser. Die Mehrsprachigkeit ist für Südtirol ein Markenzeichen. Sie hebt uns von den anderen Regionen ab. Deutsch und Italienisch verstehen und auch sprechen zu können, gilt als Wettbewerbsvorteil. Doch die Wirtschaft warnt. Südtirol ist drauf und dran, seinen Standortvorteil zu verspielen. Studien belegen, unsere Oberschüler schneiden in der Zweitsprache heute schlechter ab als noch vor einigen Jahren. Wer ist schuld daran? Sind 13 Jahre Sprachunterricht in der Schule nicht genug? Muss der Sprachunterricht gar ausgeweitet werden oder tragen doch die politischen Parteien beider Sprachgruppen zur Sprachmisere bei? Sind sie schuld daran, dass es in Südtirol quasi zwei Parallelgesellschaften gibt? Laut EURAG-Studie haben über die Hälfte der deutschsprachigen Südtiroler keinen italienischen Bekannten. Umgekehrt sieht es nicht anders aus. Wie soll da die Zweitsprache gelernt werden? Pro und Contra stellt heute die Frage: Einsprachiges Südtirol, nutzen wir unseren Standortvorteil nicht? Ja, und darüber diskutieren mit mir heute der Landeskommandant der Schützen, Elmar Thaler. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und der Präsident des Unternehmerverbandes, Federico Giudice Andrea. Herzlich willkommen. Auf meiner Seite, guten Abend. Sie haben ja selbst ein großes Unternehmen. Wie schaut es bei Ihnen im Betrieb aus? Haben Sie auch gemerkt, dass die Jugendlichen jetzt schlechter Italienisch bzw. Deutsch sprechen als vor Jahren? Ja, wir haben das gemerkt, aber hauptsächlich haben es auch viele Wirtschaftstreibende gemerkt, dass in Südtirol dass die Sprachkenntnisse einfach schwinden. Und Auslöser war eigentlich der neue Kurs, der neue Bachelorkurs für Ingenieurwesen, für Automation, wo es ein dualer Kurs war, also Unternehmen eben Studenten animiert haben. Sie kriegen schon einen Arbeitsvertrag, sie werden auch bezahlt, den Kurs zu besuchen. Und bei unserer Universität muss man eben mindestens zweisprachig sein, also in der zweiten Sprache mindestens ein B2-Level haben. Und da sind von 15 Anwärtern eigentlich 6 nicht durchgekommen. Und das haben bei uns natürlich die Alarmglocken geschlagen, weil Ausbildung, also gut ausgebildete Mitarbeiter, sind in Südtirol zurzeit wirklich sehr wichtig. Also es gibt einen Mangel an gut ausgebildeten Personen, an Fachkräften. Und die Tatsache, dass jetzt eben trotz der Bemühungen der Universität jetzt ein Studium eingerichtet worden ist und wir eigentlich dort keine Studenten hinkriegen, hat uns natürlich schon nachdenklich gestimmt. Herr Thaler, das B2-Niveau wurde angesprochen. Also es wäre ja nicht ein allzu hohes Niveau, das man erreichen müsste. Trotzdem scheint das für viele Jugendliche in Südtirol schwierig. Die Sprache wird in der Schule gelernt. Scheitert hier also die Schule? Ich weiß es nicht. Die EURAG hat nämlich in der Studie ja auch vor allem gesagt, dass die Sprache nicht nur, sondern vor allem außerhalb der Schule gelehrt wird. Und ich würde es jetzt nicht ganz so dramatisch sehen. Ich merke es ja auch selbst bei den Vorstellungsgesprächen in meinem Betrieb, dass die Leute recht und schlecht Fremdsprache können. Aber was noch viel schlimmer ist, dass sie die eigene Muttersprache nicht gut beherrschen, dass das Sprachgefühl vielfach fehlt. Und das macht mir noch viel mehr Angst, denn ich sage, zuerst muss man mal die eigene Sprache perfekt können und dann kann man wirklich jede Sprache der Welt lernen. Das ist auch sehr wichtig und ich kann nur jedem empfehlen, das zu tun. Aber das merke ich schon. Was ich auch noch sehe, und das belegt ebenfalls eine Studie des ASTAT, dass das Gefälle zwischen den Sprachgruppen sehr groß ist. Zum Beispiel belegt eine Studie aus dem Jahr 2014, dass 93,5% der deutschen Bevölkerung angeben, Italienisch zu können. Auf der anderen Seite aber nur 64,9% der italienischen Bevölkerung sagt, wir können auch die Zweitsprache Deutsch. Und das gibt mir dann schon zu denken. Bleiben wir kurz noch bei der Schule. Unsere Kinder lernen ja 13 Jahre lang die Zweitsprache. Die Ergebnisse, die erzielt werden, sind da aber nicht zufriedenstellend. Genau, und das ist auf alle Fälle ein Problem, denn wenn ich bis zum Ende der Pflichtschule 1100 Stunden in eine Fremdsprache lerne oder wenn ich bis zum Ende der Oberschule 1700 Stunden Sprachunterricht habe, ich bilde mir halt ein, dass bei entsprechender Didaktik ich die Sprache mehr oder weniger perfekt beherrschen muss. Das ist aber nicht der Fall. Was läuft dann falsch? Wird Sprache falsch vermittelt?
Also wir sind jetzt keine Experten für Sprachwissenschaften. Ich sage nur, was für uns wichtig ist, ist einfach sind die Resultate. Wir weisen nur darauf hin, dass Doppelsprachigkeit, sogar drei Sprachen, wichtig sind im heutigen Berufsleben, sind Sprachen einfach wichtig. Wir sind, viele Unternehmen in Südtirol sind international, der Tourismus kommt aus allen Ländern. Deswegen ist das Kennen von Sprachen ein Vorteil. Das muss natürlich schon in den Familien anfangen. Es muss einfach eine größere Bereitschaft sein oder um Sprachen zu erlernen. Und wir weisen nur darauf hin, dass es einfach ein Manko gibt und dass wir da unbedingt was tun sollen, weil das einfach ein Vorteil, den wir sonst hier in Südtirol haben, weil Sprachen lernt man eigentlich, indem man auch Sprachen exerziert. Blicken wir doch auf Ihre Biografie. Wie haben Sie so gut Deutsch gelernt? Ich habe als Kind eben mit meinem Vater, der zwei Italiener war, Deutsch gesprochen und habe somit auch dann Deutsch gelernt und die deutsche Schule besucht und dann eben, das war ich auch ein großer Vorteil. Ich sage es ganz ehrlich, in meinem Berufsleben waren die Sprachkenntnisse dann auch der englischen Sprache eigentlich maßgebend. Meine Firma hat angefangen, in den deutschen Raum zu exportieren und da war natürlich das Deutschsprechen extrem wichtig. Ist Herr Giudice Andrea nicht das beste Beispiel, dass man die Schulsysteme öffnen müssten? Ich sage jetzt ein böses Wort, gemischtsprachige Schulen? Nein, ich glaube überhaupt nicht, denn wir haben ja genug Unterrichtszeiten der anderen Sprache. Stellen Sie sich vor, jemand ist in Mathematik nicht gut, dann gehen wir jetzt auch nicht her und sagen, okay, dann nehmen wir von anderen Fächern Stunden her und bringen ihm mehr Mathematik bei. Nein, man sagt, okay, da muss man einfach in der Didaktik was ändern und dann funktioniert das. Aber ich möchte noch mal darauf zurückgehen. Warum sind denn die Unterschiede zwischen Deutschsprachigen und Italienischsprachigen so groß? Ein Beispiel. Vorher, wie ich hier bei drei Bozen eingecheckt habe, versuche ich unten beim Portier Deutsch zu sprechen. In der Reihe in Bozen. Der junge Mann sagt mir auf Italienisch, nein, er kann gar kein Deutsch. Obwohl hinter ihm ein Riesenschild prangt, das eigentlich jeder in seiner Muttersprache sprechen kann. Dann denke ich mir, keine Ahnung, wo der Mann aufgewachsen ist, vermutlich hier in Bozen. Wie ist es möglich, dass man da nicht, grüß Gott, guten Abend, hier Ihre Eintrittskarte, danke, auf Wiedersehen sagen kann? Also ich bilde mir ein, Herr Thalmann, wenn wir zwei nach Japan fahren, dann können wir vermutlich in, keine Ahnung, zwei Monaten diese drei Worte auf Japanisch sagen. Da muss was anderes dahinter stecken, vielfach auch der Unwillen. Ich glaube schon, bestimmte Leute wehren sich dagegen, die zweite Sprache in unserem Land zu lernen. Sie haben es ja dann trotzdem glücklicherweise noch hier zu uns ins Studio geschafft. Aber ein Stichwort haben Sie mir jetzt auch mitgegeben, der Unwille. Ist Unwille so das größte Problem, wieso unsere Jugendlichen nicht die Sprachen lernen möchten? Das ist schwierig zu sagen. Also ich kann wieder nur betonen, dass ich glaube, dass es allen, dass es eigentlich ganz logisch ist, dass man, wenn man mit zwei Sprachen besser durchs Leben kommt. Und ich glaube, das liegt einfach ein bisschen an der Mentalität. Man kann sicher doch einiges tun. Also wie gesagt, wir haben jetzt kein Rezept, wie man das jetzt lösen kann. Aber wir wollen nur, weisen nur darauf hin. Es ist ein Problem. Gehen wir es bitte an. Es ist für uns ganz. Ich glaube, das ist auch Adala ist da einfach einverstanden. Sprachen sind wichtig. Absolut. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige. Aber wie soll dieses Problem angegangen werden? Soll anders unterrichtet werden? Der Südtiroler Wirtschaftsring hat ja in einer Presseaussendung auch den Ausbau des Klill-Unterrichts gefordert, also des Sachfachunterrichts in einer Fremdsprache. Also es gibt da viele, ich habe vieles auch gelesen, was der Wirtschaftsring gesagt hat, es gibt da viele Ansätze. Wie gesagt, wir sind jetzt da keine Sprachexperten oder Sprachwissenschaftler, aber wir glauben, dass man was tun muss. Also wir fordern einfach die Politik auf, sich das Problem anzuschauen, zu verstehen, weil das ist eine große Chance, die wir eigentlich verspielen. Also ist trotzdem die Politik noch mehr schuld als die Schule, wenn man laut EURAG-Studie sieht, dass über 50% der Südtiroler Jugendlichen keinen Freund in der anderen Landessprache hat. Nein, das ist vermutlich auch schon rein geografisch so gegeben. Ich kann mir gerade gut vorstellen, dass es in Bretau oder in Taufers im Münstertal wird relativ schwierig sein, einen Freund in der zweiten Landessprache zu finden. Ich glaube auch, dass wir nicht flächendeckend in ganz Südtirol unbedingt zweisprachig sein müssen. In der Peripherie draußen wird man vermutlich ohne durchkommen und man wird gar nicht die Möglichkeit haben, da genügend Praxis zu haben, dass man das
wirklich dann ganz passabel spricht. Es gibt auch noch, selbst im Unternehmerischen, viele andere Fähigkeiten, die man haben muss, neben der Sprache, die ja sehr wichtig ist. Also ich glaube, es muss was passieren, aber es darf auf keinen Fall, in keinem Fall auf Kosten der deutschen Muttersprache passieren. Die deutsche Muttersprache ist ein Fundament unserer Autonomie, die auch zum Schluss dann der Wirtschaft zugute kommt. Da müssen wir sehr sorgsam damit umgehen, viel sorgsamer als in einem anderen Teil dieser Welt. Aber glauben Sie, dass wenn unsere deutschsprachigen Jugendlichen jetzt besser Italienisch lernen, dann leidet die deutsche Sprache darunter. Nein, ich sage nur, bei Klil zum Beispiel, auch da hat wieder die EURAG, das haben nicht die Schützen herausgefunden, sondern die EURAG, dass es genau bei den Klil-Projekten, die es in Südtirol gibt, dass es da keine signifikanten Unterschiede gab, was das Spracherlernen, die Sprachkompetenz dann am Ende nach 4 Jahren betrifft. Deshalb sage ich, tun wir nicht irgendwelche Experimente mit ungewissem Ausgang jetzt lostreten, sondern versuchen wir im Rahmen der bestehenden Stunden vermutlich einfach den Unterricht umzustellen, zum Beispiel viel weniger klassischen Unterricht, also dass man von Dante aufwärts alles lernen muss, sondern viel praxisbezogener sollte man vermutlich sein, aber wir haben sehr engagierte Lehrer und ich kann mir das gut vorstellen, dass sie das hinkriegen, auch mit den Daten, die jetzt vorliegen. Sollte mit dem Sprachunterricht früher begonnen werden? Sollte man schon im Kindergarten beginnen mit dem Sprachunterricht? Wie gesagt, ich kann es nur von mir sagen. Ich habe natürlich sehr früh Deutsch gelernt und das hat mir natürlich geholfen. Also das ist eine Tatsache. Ich glaube allgemein ist es, jetzt Mathematik ist Geschichte oder was auch immer. Umso früher man anfängt, umso besser kann man natürlich damit umgehen. Aber ich glaube, wichtig ist einfach das Problem angehen. Wir haben das Problem angesprochen, wir haben das einfach jetzt ganz massiv erkannt, dass es da ein Manko gibt und uns ist es wichtig, dass man das angeht und dass man auch erkennt, dass Doppelsprachigkeit oder sogar Mehrsprachigkeit ein Mehrwert ist. Uns geht es eigentlich um das. Ein Matura-Diplom künftig nur mal mit einem Zweisprachigkeitsnachweis A, wäre das eine Variante für die Schützen? Ohne weiteres. Und im gleichen Zug muss man aber etwas machen, dass die Sprachkompetenz in der eigenen Muttersprache... Aber das eine schließt das andere nicht aus. Nein, ich sage, im gleichen Atemzug muss man... Dass das auch steigt, weil was nützt mir, wenn ich am Ende zwei Sprachen, ja, so recht und schlecht kann? Wir Unternehmen sollten immer danach streben, das Maximum herauszuholen. Und das nicht nur bei der Zweitsprache, sondern auch bei der Muttersprache. Okay, das wäre wahnsinnig wichtig, denn unsere Wirtschaft geht nicht nur nach Süden, sondern vor allem auch nach Norden. Nein, Muttersprache ist wichtig, aber wie gesagt, Doppelsprachigkeit ist eine große Chance für Südtirol. Zweisprachigkeit. Zweisprachigkeit, Dreisprachigkeit. Also es gibt ja dieses Barcelona-Ziel, wo eigentlich Europa sagt, dass alle europäischen Bürger müssen 3 Sprachen lernen und das schon von Kind aus. Sie sprechen die 3. Sprache an, in unserem Fall jetzt nicht Ladinisch, sondern Englisch. Ist in Ihrem Unternehmen auch sehr wichtig. Wichtiger als Deutsch und Italienisch, also sollte man den Englischunterricht noch intensivieren? Also der Englischunterricht ist natürlich für Unternehmen, die international tätig sind, sehr wichtig. Wir plädieren auch für eine englische Schule hier in Bozen, weil natürlich Manager, die nach Südtirol kommen mit Familie, einfach nicht die Möglichkeit haben, ihre Kinder erziehen zu können, dass sie dann später, wenn sie wieder weggehen, weitermachen können. Also Englisch ist wichtig, man sollte sich auch da öffnen und eben auch in Südtirol eine englische Schule einrichten. Haben Sie nur Angst vor dem Italienischunterricht oder auch vor dem Englischunterricht? Südtirol hat generell ein Problem und auch einen Nachteil durch, sage ich jetzt mal, durch der italienischen Sprache, dass Südtiroler schon von Haus aus später mit Englisch starten und mit weniger Englisch starten. Das, glaube ich, ist das viel größere Problem am Ende, dass Südtiroler viel sprachbegabter sein müssten, es in Wirklichkeit aber nicht sind, weil sie vermutlich gleich sprachbegabt wie der Rest der Welt sein werden. Mit Englisch muss man natürlich auch gut können und ist natürlich auch eine Voraussetzung. Aber auch hier sage ich wieder, okay, in einer Führungsposition, in einem Unternehmen bis zur mittleren oder unteren Führungsposition ist das dringend notwendig. Alle anderen aber müssen das nicht perfekt beherrschen oder da sieht die Sache dann ganz anders aus. Ist immer eine Bereicherung. Ist immer eine Bereicherung und ich bin dafür, dass man alle Sprachen der Welt lernt. So soll jeder auf alle eine Sprache Fälle, lernen auf alle können. Fälle. Aber wir müssen nur
auch ein bisschen schauen, dass wir es nicht total übertreiben und glauben, alle müssen alle Sprachen können. Und am besten B2, wir verlangen doch B2. Und am besten vom Kindergarten an. Ich glaube, da würde man einfach zu viel verlangen, beziehungsweise da würde man es einfach übertreiben. Aber trotzdem, ich höre so eine gewisse Grundangst heraus. Hat man Angst vor Identitätsverlust, oder? Also schauen Sie, eine Basis der Südtirol-Autonomie ist unter anderem auch die deutsche und ladinische Muttersprache. Schauen Sie sich zum Beispiel das Aost an. Da hat man 2 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen mit dem Klil-Unterricht, ja? Und wie viel Prozent erklären noch im Aost Französisch als ihre Muttersprache? Ganz, ganz wenig, verschwindend gering, weil man dort einfach sagt, viel wichtiger ist Italienisch und wir müssen uns anpassen an die anderen Regionen in Italien. Und was ist passiert? Das Französische und Franco-Provenzalische ist verschwunden. Und ich möchte nicht irgendwelche Experimente hier in Südtirol beginnen. Ich komme wieder auf Klil zu sprechen, mit ungewissen Ausgang, nur weil wir glauben, ganz Südtirol muss flächendeckend zweisprachig sein. Ich glaube, da schüttet man einfach das Kind mit dem Ball. Sie haben ja auch Angst vor dieser schleichenden Assimilierung? Nein, ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, sowohl muss man die eigene Identität bewahren, da haben wir überhaupt nichts dagegen zu sagen. Aber ich glaube, man soll auch nicht diese Angst schüren. Man soll einfach nicht Angst haben vor etwas Neuem, vor einer neuen anderen Sprache. Es ist eine Bereicherung, die eigentlich der eigenen Sprache auch gut tut. Wir haben keine Angst. Ich glaube, das habe ich schon jetzt mehrmals unterstrichen. Versuchen, so früh wie möglich mit diesem Unterricht zu beginnen. Sprachen lernt man eben leichter, wenn man jung ist. Das ist einfach eine Tatsache. Das wissen alle, die versuchen, eine neue Sprache zu lernen. Und deshalb sollte man wirklich schauen, versuchen. Jetzt bin ich, wie gesagt, kein Experte. Sollen sicher dann Sprachwissenschaftler sich genauer anschauen, aber wir müssen da was verbessern. Noch eine Schlussfrage. Aus einem Gegeneinander in Südtirol wurde ja jetzt ein Nebeneinander. Wird es jemals zu einem Miteinander kommen? Das Miteinander ist fallweise schon da, wenn man gut miteinander auskommt, würde ich sagen. Wenn man sich gegenseitig versteht, wenn jeder in seiner Sprache sprechen kann. Versteht. Das heißt, man muss alle beide Sprachen. Wenn jeder auch in seiner Sprache sprechen kann, wir verstehen uns. Aber wie gesagt, diese Zweisprachigkeit, die vielfach propagierte, das darf halt keine Einbahn sein. Denn die Zahlen, die ich Ihnen vorhin gesagt habe, die sind belegbar. Die haben sich die Schützen ausgedacht. Sie haben es ja gesagt. Da herrscht bei der italienischen Sprachgruppe ein ganz großer Aufholbedarf. Kennen Sie zum Beispiel einen Studenten oder Wirtschaftstreibenden, der nicht Italienisch spricht, aber in einem Ort wohnt, wo die italienische Sprache eine bestimmte Relevanz hat? Sie werden mir jetzt vermutlich sagen, muss ich nachdenken, wüsste ich jetzt nicht. Umgekehrt aber kann ich Ihnen sehr viele Italiener nennen, die nicht Deutsch können, aber irgendwo leben, wo die deutsche Sprache, zum Beispiel wie hier in Bozen, schon eine bestimmte Relevanz hat. Und da müssen wir halt versuchen. Und dann würde man sich vermutlich viel leichter verstehen. Ja, Sie sagen es ja. Also um sich zu verstehen, Um sich zu verstehen, muss man sich verstehen. Das heißt, man muss nicht nur die Sprache, es geht ja auch um die Mentalität, es geht um die Denkweise. Also um sich zu verstehen, muss man eben die beiden Kulturen gut kennen. Ja. Und das müssen wir in Südtirol sicher weiter ausbauen. Und speziell bei der zweiten Sprache müssen wir auch schauen, dass wir die auch besser beherrschen, wie wir es jetzt eben tun. Auf alle Fälle. Es gibt noch Redebedarf und diesem Redebedarf wollen wir natürlich nachkommen und zwar morgen in unserem Mittagsmagazin, in unserer Anrufsendung. Dann ist Ihre Meinung gefragt, dann rufen Sie unter der hier eingeblendeten Nummer bitte an und sagen uns Ihre Meinung. Gast im Studio ist dann der Landeskommandant der Schützen Elmar Thaler. Und noch ein Hinweis zum Thema, die Schüler der 5b der Handelsoberschule Heinrich Kunter, die haben sich auch Gedanken zu diesem Thema gemacht und haben da einen Videoclip produziert, haben den dann eingeschickt zu den Tagen der politischen Bildung in Bonn und wurden für diesen Videoclip auch prämiert. Sie können diesen Videoclip auf unserer neuen Homepage sehen. Klicken Sie rein, rei.it/Tagesschau. Da sehen Sie diesen Videoclip und wenn Sie mögen, auch Pro und Contra können Sie da auch noch einmal nachschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.